Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir waren dicht davor. So würde ich jetzt gerne mal anfangen. Wir waren eigentlich wirklich dicht davor. Und Sie entnehmen alle gemeinsam und wir alle gemeinsam entnehmen den Reden, wie dicht davor wir eigentlich gewesen sind, wenn es um das Thema Integration ging. Wenn Sie das ernst nehmen, was die Kolleginnen und Kollegen hier vorgetragen haben, mit einer Ausnahme, dann sehen Sie, dass ganz viele dieser Forderungen werden Sie im Integrationsplan in der oder in einer abgewandelten Form wiederfinden. Und wir haben sehr gut, und das möchte ich wirklich zu Anfang sagen, wir haben sehr gut daran gearbeitet. Wir haben sehr einvernehmlich gearbeitet, zusammen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben Kompromisse gesucht und in vielen Punkten Kompromisse gefunden. Und es ist schade, dass es nicht gelungen ist, dieses wichtige Signal ins Land zu senden. Denn das Signal wäre doch gewesen, das, was wir in den Anhörungen erlebt haben. Da waren Moscheevereine, da waren Wohlfahrtsverbände, da waren Kirchen, da war die Wirtschaft, da waren Jobcenter, da waren Lehrerinnen und Lehrer, da waren eigentlich alle Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sich in diesem Land solidarisch und mit ihrer Kraft der Integration von Geflüchteten widmen. Und dabei gemeinsam intensiv daran arbeiten, auch unser Land etwas besser zu machen. Und ich möchte jetzt nochmal, weil Herr Cooper vor mir gesprochen hat, und ja, Herr Cooper, es sind die Kommunen, in denen diese Arbeit stattfindet. Und diese Anhörung in fast allen Ausschüssen hat gezeigt, wie viel in diesem Land stattfindet und wie stolz wir in diesem Sinne auf unser Land sein können. Und natürlich weiß jede und weiß jeder, Integration ist ja keine Momentaufnahme, das ist nicht etwas, wo man den Schalter umlegt, Frau Brandt, sondern das ist etwas, an dem man ständig arbeitet. Und wenn wir jetzt darauf gewartet hätten, ob wir die KIs jetzt mit diesem Plan ausbauen, dann wären wir wirklich schlecht beraten gewesen. Aber die kommunalen Integrationszentren als Schlüssel, als kommunale Brücke zwischen Landtag und der Arbeit in den Kommunen, dieser Schlüssel, den gibt es ja schon sehr lange. Und den gab es auch schon, bevor die Piraten im Landtag waren. Zweiter Punkt. Ich danke Herrn Dr. Stamm und der FDP ausdrücklich für ihren Antrag. Warum danke ich dafür? Weil dieser Antrag deutlich macht, dass die FDP tatsächlich ausgestiegen ist aus mehr oder weniger wahltaktischen Gründen und nicht aus inhaltlichen Gründen. Die allermeisten Punkte, die Sie in Ihrem Antrag benennen, sind doch Punkte, die wir schon vorher, vorab in unseren Gesprächsrunden besprochen hatten und wo wir auf einem guten Einigungsweg waren. Gehen wir das mal durch. Flächendeckende Bereitstellung von Kombinationsangeboten, Sprachkurse, Qualitätsfeststellung und so weiter. Das läuft in den Kommunen. Herr Cooper wird das bestätigen. Das läuft in den Jobcentren. Das läuft auch über das, was die Bundesregierung jetzt an Arbeitsgelegenheiten bereitstellt und, und. Entwicklung von stärker modularisierten Ausweiter- und Weiterbildungsangeboten. Ja, wir stärken doch mit dem Integrationsplan die Weiterbildung. Wir bauen die Berufskollegs aus. Wir geben den Volkshochschulen, Frau Brandt, Geld. Ja, also ich finde, da sind wir doch eigentlich auf einem sehr guten Weg. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir tun. Nur die Anhörungen haben uns gezeigt, wir müssen da noch mehr tun. Beschleunigung von Anerkennung der Anerkennung ausländischen Berufsabschlüssen. Heute Morgen hatte ich das Vergnügen, und es war wirklich eins, den Geschäftsführer der IHK von Ostwestfalen-Lippe zu hören. Der sprach Probleme offen an, das hat er gemacht. Er machte aber auch klar, wo Lösungen unterwegs sind. Und er sagte vor allem, dass man sich das zwar vorgestellt hätte, dass es schneller ginge, aber schon erkennt, dass es nicht so schnell geht. Allein dieser Bezirk bietet 3 Anschlussqualifikationen an und hat 3 Kurse voll. Und die anderen in Industrie- und Handelskammern sind auf dem gleichen Weg. Die machen, die tun einfach und die zerlegen sich nicht, sondern sie leisten ihren Beitrag für die Integration
und damit auch für die Aufrechterhaltung von Vielfalt in unserem Land. Dass die Förderung des Unternehmertums, da gibt es einen rot-grünen Antrag, der kommt demnächst, wird demnächst endabgestimmt. Ein Konzept zur Wertevermittlung für Flüchtlinge ist schon längst unterwegs. Das ist ja trivial, sowas zu fordern. Und natürlich ist das auch mit Geld hinterlegt. Und einen festen Ansprechpartner für ehrenamtliche Flüchtlinge, für ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit, den werden Sie auch im Integrationsplan finden. Alles in allem war die Arbeit an diesem Plan, ich glaube, für jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten eine Bereicherung. Wir haben einander an vielen Stellen vielleicht besser kennengelernt. Wir haben Bruchstellen entdeckt und aufgedeckt und wir hätten das als Chance für die weitere Zusammenarbeit nutzen können. Das sollte nicht sein, vielleicht zu nah am Wahlkampf, aber wir haben in vielen Jahren viel gelernt und wir unterstützen vor allem die Stellen, wo Integration stattfindet. Und das ist, Herr Cooper, kein Supermarkt, sondern das ist ein Markt der Möglichkeiten. Denn Sie werden mir als kommunalpolitisch, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist, aber er wird mir sicher als kommunalpolitischer Sprecher recht geben, dass wir nicht von der Kommune sprechen. Wir sprechen von sehr, sehr unterschiedlichen kommunalen Aufstellungen mit unterschiedlichen Angeboten und mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und da ist es ja gerade nötig, dass man Maßnahmen und Projekte entwickelt, die zueinander gehören. Und damit möchte ich schließen, um meinem Kollegen Arif Ünal, dem Vorsitzenden des Integrationsausschusses, auch noch Zeit überzulassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir im Sinne der Integration und der Vielfalt und Toleranz in diesem Lande weiter eng zusammenarbeiten. Vielen Dank.